Waren jetzt beim Anfang. Nochmal von ganz von vorne? Nochmal von ganz von vorne, das machen wir jetzt aber ein bisschen kürzer. Ja, okay. Wir hatten gerade eine schöne Anmoderation. Die Anmoderation hast du noch, oder? Nee. Die haben wir nicht. Ach, die ist gerade drauf, die ist nur so. Beides drauf. Also, dann, der läuft schon, oder? Läuft jetzt schon. So, jetzt ist gerade was in die Hose gegangen, aber das macht nichts. Das gehört nämlich dazu, weil hier wird gearbeitet, wo gearbeitet wird, darf man auch mal Fehler machen. Genau. So. Nicht wundern, warum ich jetzt hier esse. Es hat einen Grund. Es ist kurz nach 6 Uhr. Fotoshooting, Vorbereitung, ich esse im Moment dreimal am Tag, 6, 12 und 18 Uhr. Jetzt ist 6 Uhr, heißt Essenszeit, aber wir drehen hier noch eine Stunde. Genau, also was macht man da? Er hat seine Sachen dabei und isst sie jetzt. Und das ist das Tolle, wenn man natürlich vorbereitet hat und vorbereitet ist, dann hat man da was dabei zu essen, weil wenn er jetzt nicht essen würde und dann noch eine Stunde drehen, dann verstögert sich es noch mal eine Stunde, dann muss er nach Hause fahren. Was würde er tun? Ich würde um 11 Uhr erstmal Abend essen und da dann wahrscheinlich etwas anderes. Und mit großer Wahrscheinlichkeit würdest du nicht bis 11 Uhr warten, sondern du wirst nach Hause fahren und dann sieht das rechte Auge auf der rechten Seite so ein goldenes Zeichen, wo jetzt ein bisschen grün hinten dran ist. Das ist so ein bisschen Tarnung. Ja, Tarnung. Oder auch ein Blatt. Apropos grün, ich gehe jetzt wieder hinter die. Ja, mach du mal. So, dann würde sein rechtes Auge sehen, oh, da ist was, da muss ich jetzt hinfahren. Dann passiert Folgendes, dann wird er sicherlich was essen, was nicht besonders gesund ist. Deswegen ist es ganz gut, wenn man erstens weiß, was man unterwegs essen kann, wenn es brennt, oder man macht es wie der Cedric und hat sich's vorbereitet. Jetzt kommen schon die ersten Schreie, ja, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Das stimmt so nicht. Du nimmst dir keine Zeit dafür, weil es dir nicht wert ist. Das mag sein. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Das ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber ein Tipp von mir. Pass mal auf. Wir haben einen hervorragenden, in der Regel funktionierenden Körper. Den kriegen wir mit. Wenn alles gesund ist, nichts passiert ist, kriegen wir den mit. So, die Natur sagt so, da hast du einen Körper, mach mal damit. So, und dann können wir dafür sorgen, dass das Ding funktioniert oder wir können dafür sorgen, dass es nicht funktioniert. Das muss jeder für sich abschätzen. Es ist nur so, dass dieses wertvolle Teil, was wir mitbekommen von Natur aus, das funktioniert auch hervorragend, wenn wir das Ding pflegen. Und zur Pflege, zur hauptsächlichen Pflege, gehört natürlich eine gesunde Ernährung. Und wenn wir unterwegs sind, oder den meisten, die unterwegs sind, passiert Folgendes. Die gehen morgens aus dem Haus und fahren los und stellen fest, oh, ich habe ja gar nichts zu essen dabei. Oh, was mache ich denn jetzt? Genau, und dann essen sie unterwegs, was sie nicht essen sollen. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt sich abends in die Küche, richtet sich seine Sachen vor, weil man ja sowieso schon für den nächsten Tag kocht. Wenn ihr verheiratet sein solltet oder wenn ihr eine Frau habt, die ganz lieb ist zu euch, eine Freundin, dann könnt ihr vielleicht über einen guten Deal jeden Abend eine Fußmassage, vielleicht aus Essen rausspringen. Oder ich mache es so, ich bringe jeden Tag den Müll runter und bin ganz lieb zu meiner Frau, sage ihr Tag immer am Tag, wie lieb ich sie habe. Und deswegen kriege ich auch einen Anteil meines Essens gemacht. Oder man macht es halt selber. Das ist eine Möglichkeit, sich Sachen richten für den nächsten Tag. Und jetzt kommt euch die Frage, ja, was könnte ich denn essen? Nudelsalat, Kartoffelsalat, Reissalat, Eblissalat, Tofusalat, mit Gemüse, mit Fleisch. Gibt es zig verschiedene Varianten, was man machen kann. Und es ist wirklich nicht schwer. Das sind ganz einfache Sachen. Abends richten, Reissalat, Nudelsalat, Kartoffelsalat, Tofusalat, Gemüsesalat. Ab in den Kühlschrank ziehen lassen, nächsten Morgen raus, in die Kühltasche rein oder in die Vespertasche, ab ins Auto. Eine Möglichkeit. Wenn das nicht geht und du sagst, nein, ich habe keinen Bock dazu, dann gibt es die zweite Variante. Ich stehe morgens auf, hoffe, dass ihr frühstückt und dann fahrt ihr los. Und jetzt seid ihr unterwegs und überlegt, jetzt habe ich Hunger, was tue ich? Finger weg von Fastfood, Freunde, weil das Fastfood, was ihr draußen kriegt, macht euch nicht glücklich und auch nicht schön. Also, dann gehen wir jetzt mal in den Einkaufsmarkt. Holen uns so ein kleines Körbchen, laufen so durch und bleiben dann stehen am Gemüsestand. Aha, Tomaten ist eine perfekte Fingerfood. Karotten ist eine perfekte Fingerfood. Wer mag und wer es braucht, natürlich auch Obst, perfekte Fingerfood. Und dann laufen wir weiter und kommen dann so am Kühlregal vorbei. Und da gibt es dann zum Beispiel Quark, da gibt es Hüttenkäse, da gibt es so kleine Würfelkäse, Bio zum Beispiel auch. Es gibt gekochte Eier, die man kaufen kann. Es gibt schon einen fertigen Quark mit Früchte drin. Man könnte sogar, wobei jetzt wird es ein bisschen umständlich, Quark und dann Früchte reinschneiden. Wobei, wenn man Himbeer nimmt und Heidelbeer nimmt, die kann man einfach reinwerfen. Das ist überhaupt kein Problem, da muss man nichts schneiden, nichts schnipfeln. Und somit hat man ruckzuck, wenn man weiß, was man tun kann, sollte, will, vor allem will, nicht muss, sondern will, hat man
ruckzuck was zusammen und kann es zum Essen mitnehmen. Man kann belegte Vollkornbrote nehmen und kann sagen, okay, hier haben wir schönes Pumpernickel, leckeres Pumpernickel, nehme ich mit, ist schön in Scheiben geschnitten, dann hole ich mir einen mageren Schinken für diejenigen, die Fleisch essen, dann hole ich mir Käse für die Vegetarier sind und dann hole ich mir eine Tarenwurst aus Tofu zum Beispiel oder so einen Belag, wo man auch machen kann für die Veganer auch. Luft? Was? Oder Luft? Luft geht auch? Ja. Stimmt, Luft geht. Wir dürfen keine Scherze über Veganer machen, das weißt du. Wir kriegen sonst wieder Schimpfe von den lieben Veganer, das war ein kleines Scherzchen. Man dürfen auch mal Scherzchen machen, gell? Aber man findet ja auch für Veganer jetzt überall irgendwas, wo man essen kann. Vegane Wurst, vegane Würstchen zum Beispiel. Also es gibt viele Sachen, die man dann jetzt auch kaufen kann. Wobei die natürlich die vegane Sachen zu kaufen, da muss man auch ein bisschen reingucken, was ist da eigentlich tatsächlich alles drin. Ja, und dann findet man wirklich seine Lösung und sagt, wunderbar, ich habe mein Essen gefunden und kann so jetzt was essen, was so nah wie möglich am artgerechten Essen landet. Und somit füge ich mir dann relativ wenig Schaden zu. Es steht und fällt immer mit Folgendem. Ich habe keine Zeit. Es steht und fällt immer, ich habe keine Zeit. Ja, Entschuldigung. Wie viel ist man sich tatsächlich wert? Essen ist auch eine Wertschätzung gegenüber sich selbst. Und wenn ich mir das nicht wert bin, dann darf ich aber auch nicht weinen und nicht meckern, wenn irgendwann das System nicht mehr funktioniert. Denn das ist das, was meistens passiert. Wir sind jetzt zwischenzeitlich, weltweit ist der Deutsche auf Nummer 3 oder 4, was Übergewicht anbetrifft. Wir sollten normalerweise 17 bis 18 Kilogramm Zucker essen, wir sind bei 34. Und jetzt können wir sagen, ja, aber warte mal, so schlimm ist das nicht. Stimmt, es gibt Südamerikaner, die essen über 70 Kilo. Die Belgier sind auch richtig gut, ich glaube, liegen bei 46 Kilo. Und somit können wir ja sagen, ist doch gut. Nein, ist nicht gut. Weil natürlich, wenn man rausguckt, draußen ganz viele Menschen rumlaufen, die haben zwischenzeitlich schon Probleme mit dem Blutzuckerspiegel, die haben schon Sensibilität der Insulinrezeptoren. Dann haben wir natürlich ganz viele Menschen, die zwischenzeitlich schon unter Übergewicht leiden und an den Folgeerkrankungen von Übergewicht. Und alles nur, warum? Weil wir keine Zeit haben. Ihr kennt das Spiel. Irgendwann kommt der Zeitpunkt und dann werden wir uns die Zeit nehmen müssen. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir präventiv arbeiten. Präventiv heißt, ich investiere frühzeitig in dieses hervorragend funktionierende System, was ich geschenkt bekommen habe und was ich wertschätzen sollte. So,